Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HTW Schweißshop zu einem neuen Experiment. Heute wird es wieder mal gefährlich. Aber ich sorge dafür, dass hier nichts schief gehen kann, dass alle in Sicherheit sind. Deswegen bitte nicht nachmachen im Vorfeld. Ich will heute mit euch herausfinden, wie viel Belastung hält eigentlich ein Schweißpunkt aus, wenn wir ihn ordentlich ausgeführt haben. Und was passiert, wenn wir das Schutzgas vergessen haben aufzumachen oder ein falsches Gas verwendet haben. Wir haben hinten auf einer Palette eine Tonne Stahl. Wir haben einen Stapler, der bis zu 2,5 Tonnen heben kann. Also kann doch nichts schief gehen. Auf geht's! Die Idee ist folgende. Ich muss natürlich hier im Vorfeld sagen, dass ich durchaus von dem Video von Klimansland ein bisschen beeinflusst worden bin, denn er hat schon mal so einen Versuch gemacht, wo er einen Schweißpunkt getestet hat. Nur haben die das etwas anders gemacht, wie ich es machen möchte. Ich möchte nämlich wirklich rausfinden, es passiert nämlich sehr oft, dass du vergisst, dein Schutzgas aufzumachen und die ersten Punkte aussehen wie Grütze. Und mich hat an der Stelle immer interessiert, wie stabil ist denn sowas? Und da wurde ich heute positiv überrascht. Das wirst du gleich in dem Video erfahren. Damit wir alle Punkte fair behandeln und alle gleich in Anführungszeichen ausgeführt werden, habe ich meiner Maschine gesagt, wir werden heute punktschweißen und wir geben dir pro Punkt eine Sekunde Zeit. Und im Hintergrund immer die gleichen Parameter und die lauten 12 Meter Drahtvorschub und 160 Ampere. 160 Ampere, 12 Meter Drahtvorschub, Voltanzeige 23,1 Volt im Kurzlichtbogen Standardprozess. Wir haben unterschiedliche Muster vorbereitet, das heißt, wir haben heute drei Sachen zum Testen: einen ordentlich ausgeführten Schweißpunkt, einen Schweißpunkt ohne Schutzgas, der völlig verbrannt ist, und einen Punkt nur mit reinem Argongas. Denn es gibt unter euch einige Schweißer, die durchaus mal behaupten und sagen, man kann im Notfall auch mit Argon schweißen, ohne Mischgas. Aber die Stabilität und was den Schweißpunkt angeht, ist bei weitem nicht so gegeben wie mit dem richtigen Gas. So, wir haben unterschiedliche Muster vorbereitet. Die Idee war einfach, ein Stückchen Rohr anzuschweißen, damit wir das irgendwie an eine Palette festmachen können, damit wir das irgendwie mit einem Stapler hochheben können. Und wie gesagt, haben wir hier 1000 Kilo zur Verfügung. So, nachdem wir uns einig waren, wie wir diesen Test machen, dass er ungefährlich ist und effizient, haben wir schon alleine beim Einrichten festgestellt, dass diese Punkte, wir haben den ersten Versuch ohne Gas getestet, dass die ersten Punkte schon alleine durch das Anfassen, durch das Bewegen der Bleche, ja, leichte Biegung reingemacht, schon sind sie gebrochen. Aber ich habe trotzdem einen zweiten Versuch gestartet, weil ich wusste, wenn ich die möglichst gerade lasse und auf Zug teste, dass die einiges aushalten werden, weil auch wenn sie jetzt ohne Gas waren, habe ich gesehen, dass das Ganze auch einen Einbrand hat. Wir haben ja einen heißen Tropfen dahingelegt. Was ist da passiert? Ohne Gas, mit Sauerstoff ist uns das Material, weil es so heiß war, in der Luft komplett verbrannt. Es ist ausgehärtet, es ist spröde, es hat überhaupt keine großartige Festigkeit und überhaupt keine Zähigkeit. Deswegen ist das wie Glas. Du packst es an und es bricht an der Stelle. Ja? Du könntest denken im ersten Moment, du hast so einen Punkt abgelegt, er wird schon halten. Tut es nicht, es bricht sofort. Kommen wir zu unserem zweiten Versuch und das geht an die ganze Fraktion, die behauptet, man könnte Stahlschutzgas schweißen mit reinem Argon. Nein, das geht nicht. Doch, du könntest es schon, aber es wird nicht halten und das sehen wir auch hier. Dass der Punkt relativ schnell nachgegeben hat. Okay, wir haben immerhin
1000 Kilo, die wir da hochheben, aber der Punkt hat natürlich nachgelassen im Vergleich zu dem richtigen Punkt, wozu wir gleich kommen. Aber warum ist das passiert? Wir haben hier kein aktives Gas, das heißt, wir haben den Punkt wirklich oberflächlich abgelegt. Wir haben keinen richtigen Einbrand gehabt und deswegen ist er natürlich bei Zug bei dem Gewicht auseinandergerissen. Man könnte theoretisch schweißen, aber dann muss dir das bewusst sein, dass er nicht so eine Festigkeit, Zähigkeit haben wird und dass das natürlich viel schneller reißen wird. Der Prozess läuft auch ehrlich gesagt bescheiden. Du siehst, er läuft nicht vernünftig wie ein typischer Kurslichtbogen, der optimal eingestellt ist. So, meine lieben Schweißtechniker, und jetzt kommen wir zum Highlight. Also ich habe heute in diesem Versuch alles erwartet, aber es kommt völlig anders, wie man sich das vorstellt. Und deswegen feiere ich die ganze Sache und flippe dabei aus wie ein kleines Kind, weil ich liebe einfach Experimente. Interessant war, ich weiß, wie viel eine Tonne ist, wie schwer so eine Palette ist. Die kriegst du mit einem Hubwagen nicht bewegt. Und dann ziehst du das mit so einem bisschen, so einem ganz kleinen Pünktchen, ziehst du die ganze Palette hoch und das Ding hält. Und bei dem zweiten Versuch war es sogar noch ein bisschen interessanter, weil ich habe die Palette hochgehoben, der Punkt ist nicht nach einer Zeit gerissen und dann habe ich die Palette abgelegt, wieder hochgehoben. Beim zweiten Versuch, wo die Palette ein bisschen so hin und her geschwungen ist in der Luft, dann waren quasi andere Zugkräfte am Gange, also nicht einfach nur in diese Richtung, sondern da war ein bisschen mehr Bewegung und bam! Ist es da gerissen. Aber ich war wirklich fasziniert. Und die Aussage möchte ich hier bedingt unterstützen, auch bestätigen, pro Schweißpunkt eine Tonne ist nicht unmöglich, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Und ich erkläre euch auch, warum und wieso. Hier kommt nämlich der Punkt. Wenn wir alles beim Schweißen ordnungsgemäß ausführen, Schweißnahtvorbereitung, richtige Parameter, richtiges Armaßaufbau und alles, was dazu gehört, dann kannst du dir sicher sein, dass die Schweißnaht stabil sein wird. Und da sieht man einfach hier, man sieht, dass der Punkt absolut intakt ist und es reißt in der Wärmeeinflusszone, was wir bis jetzt kennen. Das heißt, es reißt an der Schweißnaht, wo es auch soll. Und das ist einfach unfassbar, was so ein kleiner Punkt aushält. Das war mir nicht bewusst. Wir haben in der Vergangenheit schon mal versucht, diesen Versuch zu machen und haben einen Sigmund-Tisch damit hochgehoben, also wollten wir damit hochheben, insgesamt 350 Kilo und ich dachte schon, mit diesen 350 Kilo werde ich den Punkt auseinandergerissen bekommen. Nee, war nicht dem so. Und das hat mich so fasziniert und deswegen haben wir das Ganze vorwärts getrieben und ich habe hier, wie gesagt, noch eine Referenzprobe gemacht. Und auch hier das gleiche Bild in der Wärmeeinflusszone, nicht der Schweißpunkt, sondern da, wo du die Wärme reingebracht hast, wo du das Gefüge verändert hast, wo du es schwächer gemacht hast, ist es auch gerissen. Und das ist einfach faszinierend, was so ein Punkt aushält. Ja, was hält dann eine Schweißnaht aus? Ja, unfassbar. Die Aussage, ein Schweißpunkt hält eine Tonne aus, haben wir hier in dem Video auch widerlegt, weil die Palette hat ja dann doch den Weg zum Boden gefunden und unser Schweißpunkt ist ja so gesehen explodiert. Es hat eine gewisse Zeit gedauert, wenige Sekunden, eine halbe Minute vielleicht, aber dann hat er nachgegeben. Das heißt, die Aussage, ein Punkt, Schweißpunkt, 1000 Kilo, eine Tonne können wir so nicht stehen lassen, weil da spielen natürlich sehr viele Faktoren. Schweißverfahren, wie viel Zusatz hast du da reingebracht? Die Dauer des Punktes, also es ist eine Menge Faktoren, die das Ganze so beeinflussen, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Ich hoffe, dieses spannende Thema hat dich genauso fasziniert wie mich und interessiert. Falls du dem Ganzen was mitteilen möchtest, schreib bitte unten einen Kommentar, würde ich mich natürlich drüber freuen. Daumen hoch, abonnieren, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, und bis zum nächsten Experiment. Ciao.